Ja, die DDR war das bessere Deutschland. Ich treffe Jan Haas. Er spricht für die Freie Deutsche Jugend, kurz FDJ. Er kommt aus Regensburg. Kein Problem, Erich Honecker kam aus Wiebelskirchen an der Saar. Die FDJ ist wie Corona. Man dachte irgendwie, sie sei weg, aber sie ist noch da. Die FDJ möchte die Niederschlagung dieses bestialischen und immer noch die Völker der Welt bedrohenden, beraubenden und mit Krieg überziehenden deutschen Imperialismus. Sie meinen also, 30 Jahre sind genug, ist das richtig? Ja, natürlich, mehr als genug. Meinen Sie 30 Jahre Wohlstand, 30 Jahre Frieden, 30 Jahre Meinungsfreiheit, 30 Jahre Bohnenkaffee? Wenn Sie mit allgemeinen Sätzen kommen, dann bewegen wir uns jetzt auf dem Niveau von Guido Knopp oder ZDF History. Das ist kein Niveau, auf das wir uns einlassen. Was passiert denn mit Merkel, Lindner und Söder, wenn in der BRD wieder marxistisch-leninistische Verhältnisse herrschen? Werden die eingesperrt? Natürlich werden sie eingesperrt. Das sind Vertreter des Raubs. Warum sollten die Menschen, die jungen Menschen heute besser der FDJ beitreten als zum Beispiel der Jungen Union? Weil die Freie Deutsche Jugend den konsequentesten Kampf gegen dieses Gesellschaftssystem führt. Wie würden Sie unseren heutigen Schülern den Schießbefehl in der ehemaligen DDR erklären? Dieser ach so schlimme Schießbefehl. Der schlimme Schießbefehl, genau. Dann sage ich denen, dass das viel größere Problem war, dass im Westen, also auf der anderen Seite der Mauer, weiterhin diejenigen herrschten, die Auschwitz organisiert haben. Es braucht eine Mauer gegen die Verbrechen des deutschen Kapitals. Die Freie Deutsche Jugend will die Mauer. Kein Problem. Hier kommt sie. Kommen die gerade wegen uns? Ist das ein geheimer Wunsch von Ihnen? Glauben Sie ernsthaft, dass in Ihrer Realität, in der man auf den Kosten der Völker der Welt lebt, ernsthaft so weiterleben kann mit ihren schicken Schuhen? Und damit gebe ich zurück zu Genosse Stadelmann in den RBB.